Neptun! Ja, Mann! Ich wollte gerade im Teamspeak erschießen, aber das geht ja gar nicht. Da haben wir die Claymore, meine Freunde. Oh ja, er macht sie schön groß. Jetzt unten die beiden Füße noch. Vorräte, C4, Rechteck, Fernseher. Oh, oben die Fühler, sehr geil. Claymore, da haben wir es auch schon, der Unit. Perfekt gemalt. Hey Typ, mach die Klingel an. Ja super, läuft doch. So just do it. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in Black Ops 2. Ich mache mir ja immer mal einen Kopf, was man mal so als Abwechslung bringen kann. Und heute machen wir ein Quiz. Ein Malquiz, meine Freunde. Und diesmal mit dem MG. Das heißt, die Jungs hier sind in drei Teams aufgeteilt. Jeder von denen hat zwei Leben. Und vorneweg, die kommen dann halt dran. Wir fangen jetzt beispielsweise mit dem Christian jetzt mal an. Den ziehe ich jetzt gleich im Teamspeak und dann kriegt er von mir einen Begriff gesagt. Und den muss er denn dorthin malen. Alle dürfen mitraten. Und derjenige, der das dann als allererstes errät, den werde ich erschießen. Der kommt dann durch seinen Taktikeinstieg einfach wieder, legt seinen Taktikeinstieg und geht dann hinten hin. Also derjenige, der gemalt hat, beziehungsweise geht dann hinten hin und dann kommt der nächste dran. Welches Team als erstes also kommt... Also das Spiel geht jetzt so. Wer als erstes von den Teams nicht mehr da ist, also welches Team als erstes nicht mehr da ist, hat gewonnen. Die Leute, die sozusagen komplett verschwunden sind, also komplett tot sind, dürfen nicht mehr mitraten. Dürfen nur die Leute, die wirklich noch am Leben sind, mitraten. Das wird nachher umso spannender, weil, wenn jetzt von einem Team zum Beispiel nur noch einer da ist, kann auch nur noch von dem Team einer mitraten. Deswegen wird das Ganze halt dementsprechend schwieriger. Und sollte der jetzt wirklich nur noch einer von dem Team da sein und der ist gerade dran am Malen, ist ja logischerweise, darf er auch nicht mitraten. Also das Gewinnen wird dann umso schwieriger und umso spannender. So, im Teamspeak werde ich jetzt jeden Einzelnen, nicht schreiben bitte, werde ich jeden Einzelnen dann jetzt ziehen und werde ihm den Begriff nennen. Deswegen stelle ich mich schon mal hier so hin, damit ich das Ganze sehen kann. Und tappe jetzt einmal raus und nehme mir den Chris mit. So, Chris. Jo. Jetzt der erste Begriff für dich ist... Kamera. Ziel gesichtet. So, und jetzt warten wir da drauf, was die Leute schreiben. Nur Chris und ich sind da. Toaster, Fernseher, stimmt nicht. Haus nicht. C4, TV, Radio. Wir warten immer noch auf Kamera und Fernsehen. Als weiterschießen, du musst weiter malen. Immer weiter. Stopp, da war's doch. Nuke Knight, meine Freunde. Der hat's tatsächlich geschafft. So, Mr. Nuke Knight. Chris, stell dich hinten hin. Und der Mr. Nuke Knight, der kommt mal bitte zu mir hier. Perfekt. Zong. Was? Was war denn das für ein Bild? Kamera. Ah. Schlecht gemalt. Das sah vielleicht mal besser. Ist ja egal, darum geht's ja nicht. So, Knight. Du kommst zu mir nach hier vorne. So. Und ich tappe wieder raus und dann nehme ich den... Wer war das jetzt? Knight. Die Knight. Knight. Zack. So, Knight. Wenn ich dir jetzt den Begriff gesagt habe, dann fängst du sofort an zu malen. Kampfaxt. Feinde. Bin mal spannend. Schuh? Nee. Aber es ist nicht schlecht. Also man kann es eigentlich erkennen. Als weitermalen, immer weitermalen. Da ist die Axt in Zahnebex. Ist sozusagen derjenige, der es erraten hat. Bin leer geschossen. In Zahnebex. Einmal zu mir nach vorne. Master. Was war's denn? Zack. Was denn? Die Axt, also Kampfaxt. Ah. Das ist wie eine Granate. So, der Painrox. Du jetzt nach hier vorne. Na komm, geh nach oben. Ich hätte auch einen Commander Krieger gemacht. Jetzt hab ich schon wieder den Namen vergessen. Oh Mann. Painrocks. Da hab ich ihn. So, zack. So, Painrocks. Dein Begriff ist Hunterkiller. Und die ganze Zeit malen. Wirklich die ganze Zeit. Los geht's. Feuer eröffnen! Oh, er gibt sich richtig Mühe.
Planet, Mensch, Schnur. Mal gucken, ob das einer rät. Tief. Ein zweiter Mal, nicht aufhören. Bewaffneter Feind. Drohne. Aber es muss die Hunter-Killer sein. Warthog. Keiner kommt auf die Hunter-Killer? Really? Flugzeug, Sniper, Konterdrohne. Kriegsmaschine, Dragonfire, Loadster, Flugzeug. Nein, es sind noch keine Hunter-Killer dabei. Ja, okay. Kann ich nachladen? Ich muss nachladen. Ja, nachladen. Ja. Eieiei, Freunde. Da ist sie, die Hunter-Killer, der Chris. Jawohl. Chris hat's erraten. Chris! Ja, ich wusste. Was war Chris? Der Hunter-Killer geschrieben hat. Was war hier? Oh, ja, das ist eine Hunter-Killer. Dürft ihr kurz vorbei? Ja. Komm. Perfekt, das heißt, wir fangen wieder hier vorne an. Der René kommt jetzt dran. Viel Spaß. Jo. So, René, dann gehen wir beide mal nach oben. René, wenn ich jetzt dir das Wort sage, musst du sofort anfangen zu malen. Und das Wort ist Hammer. Hab eine Bedrohung. Ne, schau mal. Skaha. Nein. Weiter. Und die ganze Zeit durchmalen, ne? Wenn du keine Munition mehr hast, einfach nachladen, aber immer weiter malen. Wir haben noch keinen Hammer dabei. Hellstorm, Axt, Claymore. Versuch mal ein bisschen größer zu malen. Schirm, MP, Schockladung. Versuch mal größer zu malen. Ja, muss aber gerade nachladen. Naja, nu. So mit Stiel und jetzt wird's größer. Regenschirm, Lampe, Kampfaxt, Regenschirm, Konterdrohne. Freunde, ihr könnt ja mal ein paar Begriffe unten reinballern und dazu schreiben, ob ihr die Idee gut findet, ob wir das nochmal machen sollen. Hammer, da haben wir es, der Lappen. Der Lappen, ja. Ja, es hat tatsächlich was gebracht, das größer malen. Der Lappen, meine Freunde, kommt zu mir. Das ist der Hammer gewesen. Oh. Halal. Hammer? Was glaubt man? Chris! Das ist ein Hammer. Ja. Ja, es ist nicht einfach, das so zu malen, ist nicht einfach. So, jetzt nehme ich den Chris mit. Welcher Chris war das jetzt? SG. WTT, Chris, S, Hashtag SG. So, Chris. Ja? Du bekommst jetzt von mir das Wort und dann musst du sofort anfangen zu malen und nutzt wirklich die ganze Fläche. Ja. Und immer durchmalen, nicht aufhören, bis es einer erraten hat. Okay? Ja. Hundestaffel. Ach, also, auch das Wort Hund würde da ausreichen. Jetzt schauen wir mal. Okay, noch kann ich nicht. Aber da sind die Beinchen, meine Freunde. Toast, Stuhl, Hammer, Hund. Master A hat tatsächlich. Der Master A mit Hund. Oh, lieber Master zu mir. Also, der Hund ist so zack. Beautiful, ey. So, Dr. Smiles, du bist der Nächste. Sorry, ich war der Nächste. Sorry, ich stell mich mal wieder hier hin. Was? Wer ist der Nächste? Dr. Smiles, nee, alles klar. Ich war bloß vorne. Okay. Dann nehme ich mir mal den Dr. Smiles. Wo bist du denn Quatsch, da? Ich muss ja nach hinten. So, Dr. Smiles, du bekommst von mir jetzt den Begriff und dann musst du sofort loslegen. Ich rate dir, nutze die komplette Fläche. Okay. Nicht aufhören zu malen. Und bei dem Wort darfst du auch. Oder nee, warte mal, das machen wir anders, weil das Wort ist ziemlich schwierig. Okay, nehmen wir Granate. Bewaffneter Feind! Nee, zu klein, größer. Nutz das ganze Feld, sonst können die ganze Tanzverbot was. Eis, Semtex, Glocke. Granate, stopp, da haben wir schon. Der Ares Panda. Er hat es tatsächlich hingekriegt. Ares Panda, du hast tatsächlich die Granate erkannt. Aber siehst du, wo er größer gemalt hat, dann passt das. Ihr müsst echt größer malen. So, Dr. Smiles zurück und Ares Panda zu mir. Zup! Genau. So, das war jetzt, glaube ich, hier ganz außen, ne? Jetzt fangen wir wieder vorne an. Das wäre ein verdrehtes B anfangen. Ja, Master A. So. Der Master A, den ziehe ich mir jetzt. Wo ist er denn?
Red mal Master A. Jo, hi hi. Ach da. Wo? Hier. Warte, du musst nach hinten hin. Master ACR heißt du im Teamspeak? Ja. Muss eigentlich. Okay. Großer, und zwar dein Begriff und nutzt die ganze Fläche wirklich schön groß malen und immer weiter malen, nicht aufhören. Dein Begriff ist Sonne. Schütze gesichtet. Armbrust. Ja, da sieht man doch was. Semtex, Apfel, Sonne. Und das ist vom, oh, das war vom Chris, glaube ich. Oh, oh. Sonne, ich glaube, Chris hat das als erstes geschrieben, ne? Sonne? Nee, ich war, glaube ich, zuerst. Ich wer? Ich war, glaube ich, zuerst. Ich war vor Chris. War ich schon so sagen, schnell. Welcher Chris? Wir haben zwei. Es waren, ich meine, es wären Chris gewesen. Feinde! Es war die Sonne, ne? Ja. Und jetzt war die Sonne. Also. Das war ein bisschen arg schnell. Autsch. Also. Ja. Ich glaube, ich hab den Chris als erstes gesehen. Also, oh, es tut mir leid, wenn ich jetzt falsch liege, aber es war zu schnell. Okay. Jetzt hatten wir da drüben, jetzt müsste der Lappen dran kommen. Also, wenn ich da falsch liege, dann tut's mir echt leid. Irgendwie, es war echt zu schnell. Oh, Ladies, wir haben schon einen bei uns, der ich schon zweimal gestorben ist. Der Lappen ist jetzt dran. Alle. Tino, eine Sache. Diejenigen, die komplett tot sind, die dürfen noch nicht mehr mitraten, ne? Nein, nein, die, ja gesagt, natürlich, die dürfen nicht mehr mitraten. Haha. So, Lappen. Mein lieber Lappen, ich sage dir jetzt das Wort und dann malst du bitte schön groß, nimm die ganze Fläche und nicht aufhören zu malen. Controller. Apo-Red. Okay. Schwein. Auto, Taxi, Vito, Leinhard, Katze, Hund. Controller ist der Nuke. Ja. Der Nuke. Der Nuke. Wir machen das mal so. Nuke, komm zu mir. Genau. Wir machen das mal so. Wenn derjenige nicht mehr schießt, wenn der aufhört, ja, wenn er nicht mehr ballert, dann bitte auch nicht mehr schreiben, damit ich noch sehen kann, wer es war. Das war, glaube ich, hier von der Reihe. Jetzt kommt hier der Gamekiller dran. Gamekiller? Ja. Wo ist er? Bin da. Da ist er. So, Gamekiller, nutzt die ganze Fläche, wirklich komplett nutzen, sodass das die Leute wirklich sehen kann und erst aufhören, wenn ihr echt keine Munition mehr hast. Und wenn's erraten wird, wenn ich Stopp sage, dann musst du halt aufhören. Quadrat. 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 Na, ein Quadrat ist ein Viereck. Das mit gleichen Schenkeln. Ja. Lauch. Claymore, Kiste. Lauch. Weiter, 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 weiter. Immer weiter, immer schön. Bildschirm, C4. Buch, Claymore, Kiste. Flagge, Esmine, Wand, Viereck, Quadrat, da war's doch, der Raikon, Chevy, also nicht mehr schießen, Raikon, Chevy, hat's erraten, Raikon, Quadrat war's, einmal schießen. Was? Perfekt, jetzt fangen wir wieder hier vorne an, das heißt, als nächstes käme der Insanibex mit dem Malen dran. Das ist natürlich stellenweise richtig einfach. Wer war das nochmal in Zahnewex? Genau. So, dann nehme ich mir mal den Zahnewex mit. So, auch du nutzt bitte die ganze Fläche und erst aufhören zu schießen, wenn ich Stopp sage. Und du malst mal bitte eine Schlange. Feinde! ApoRed? Oh, die ist aber schön, die Schlange. Guckt mal da. Auto, Fluss. Wie toll. Schlange, da haben wir es doch. Das war auch wieder der Raikon. Krass. Das war eine Schlange. Genau, das war eine Schlange. Raikon, zu mir. Das war's für dich, mein Freund. Du darfst nicht mehr mit. Neptun, du bist am Malen. So, hinstellen, dass ich sehen kann. Wo ist denn Neptun da unten?
Und dick. Neptun, auch du schön die ganze Fläche nutzen und erst aufhören zu schießen oder zu malen, wenn ich Stopp sage. Und dein Bild ist die kugelsichere Weste. Also auch das Wort Weste würde reichen. Also los, mal. Oh mein Gott. Du musst los, sofort malen. Lampe? Als malen, als nachmalen. Immer wieder nachmalen, so dass die Leute das sehen kann. Das verschwindet nämlich. Katze aus McDonald's, Berg, AGR, Tüte, Hund. Alter, da, cool, sichere Weste. Wir haben's. Dr. Smiles. Leer geschossen. Dr. Smiles, bitte zu mir. Das ist eine kugelsichere Weste. War richtig. Das war schon ein bisschen schwierigeres Wort. Warte mal, jetzt hatten wir hier, genau, ihr seid jetzt dran. Der Ares Panda malt jetzt. So, dann holen wir uns mal den Ares Panda. Auch du nutzt bitte die ganze Fläche. Ja, schön okay. Groß malen. Und immer wieder nachmalen, so lange, bis ich Stopp sage. Okay. Und zwar, weißt du, wie das Zeichen für Zähigkeit aussieht? Zähigkeit, das ist dein Wort. Zähigkeit. Ja, ich weiß. Es gibt wie, immer so einen wie. Tipp, so ein Arm ist das, so der Bizeps, so. Bizeps, ja, voll ein Bizeps. Genau, so ein Bizepszeichen. Tatzen ist sinnvoll. AGR, Berge, Tanzverbot. Warum als Tanzverbot? Mensch, Hand, Burg, Kuh, Schwein, Lama, Schuh, Regenwurm, Socke, Kamel. Ich. Nein, Katze, als weiter. Ich versuch's mal reinzuschreiben. BO2 Begriff. Schlange Aporett. Jetzt haben sie es gelesen, glaube ich. BO2-Begriff. Stiefel, Arm, Schuh, Woll, Kamel. Okay, ich geh mal rüber und sag denen das. Es ist ein BO2-Begriff. Oh. Ein Extra. Bedrohung gesichtet. Okay, jetzt habe ich den Extra und BO2-Begriff als Dings. Plünderer? Nein. Plünderer? Nein. Fingerfertigkeit auch nicht. Techniker nicht. Jetzt raten sie. Da haben wir es doch. Dr. Smiles. Ja, Zähigkeit. Ja, richtig. Ach, komm zu mir. Nicht raus. Ich weiß nicht mehr, was Zähigkeit ist. Wenn du getroffen wirst, dann zieh die Waffe nicht hoch. So, warte mal. Wen hat man jetzt hier? Aus welcher Reihe hat man denjenigen? Da wart ihr dran. Okay, dann seid ihr hier vorne. Klappstuhl. Du bist der Nächste. Also ich komme dann rein und wenn ich merke, dass ihr irgendwie nicht weiterkommt, gebe ich euch Tipps. Bei uns fehlt doch einer, wir sind nur vier. Wo ist bei uns der Fünfte? Ja, der ist schon tot. Der ist sozusagen schon komplett durch. Hoppla. So, Klappstuhl, nutzt die ganze Fläche, ganz wichtig. Und du nimmst mal bitte das Auge, einfach ein Auge malen. Und als durchschießen, nicht aufhören, bis ich Stopp sage, also immer schön das Auge nachspielen. Oder nachzeichnen, nachschießen. Bombe, Apfel, Plünderer, AGR, Vorräte, Alu Akbar, Claymore, EMP. Diese Sachen schreiben. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Versuch's nochmal schön nachzuzeichnen. Fadenkreuz, Semtex. Da war's, Auge, Ares Panda. Der Ares Panda hat's Auge. Ich dachte, ach Scheiße. Auge? Ja, das war ein Auge. Ich habe noch nicht so ein rundes Auge. So, jetzt hier. The Knight ist der Nächste. Okay. Tun. Hock dich mal hin, Lappen. Hock dich mal hin, United. Wer war das jetzt? Wer steht da vorne? The Knight. Knight hat nur noch da, Mann. So, auch du schön die komplette Fläche nutzen und erst aufhören zu malen, bis ich Stopp sage. Du malst bitte mal einen Hut. Hab eine Bedrohung. Aporett, setz dich, Auto. Mal größer. Größer malen.
Dann können sie es besser erkennen. Bombe, Mine. Hut, da haben wir es doch. Der dunkle Lord. Der René, der dunkle Lord hat es tatsächlich erreicht. Das ist ein Hut. Oh Mann. Und tschau. So, jetzt kommt der nächste hier. Ich wollte sogar noch schreiben. So, das ist der... Na, bleib mal stehen. Der Legend. Unit Legend. So, Unit Legend ist ganz hier unten. Ey, ich steh mal hinten an, du Arsch. So, auch du, bitte die komplette Fläche nutzen. Ja. Mhm. Und also schön groß malen und erst aufhören zu schießen, wenn ich dir es sage. Okay. Dein Begriff ist die S-Mine. Lappenkreis, Boot, das ist es. Esmin, damals Neptun, ey, das hätte ich nicht gedacht, dass es einer so schnell hinkriegt. Neptun! Ja, Mann! Ich wollte gerade im Teamspeak erschießen, aber es geht ja gar nicht. Er ballt dich einfach was weg. Was war das denn? Du hast gewonnen. Esmine. So, der Master ist, glaube ich, jetzt dran, ne, oder? Eben war hinten der... Der da hinten war dran. Ja, genau. Okay, das heißt, Master... Ah. Oh. Master... Ah. Oh. So, auch du wieder schön die ganze Fläche nutzen und erst aufhören, wenn ich dir es sage. Und zwar hätte ich von dir gerne eine Drohne. Schieß! Da bewegt sich was! Ja, da sind die Flügel. Cool. Claymore. Brille. Bot. Atompilz. Boot. Brille. Nuketown. Dragonfire. Taucherbrille. Als weitermalen, nicht aufhören, ne? Schütze! KSG, Hut, Gesicht. S-Mine, Skaha. Okay, ich geh mal und sag dem Bescheid. Ist ein BO2-Begriff und es ist eine Abschussserie. So, jetzt haben sie BO2-Begriff und Abschussserie gekriegt. Drohne, da haben wir noch, der Lappen. Lappen, komm zu mir. Ja. Yeah. Tick, und du wieder nach hinten. Drohne? Das ist doch keine Drohne gewesen. Tja, darüber kann man sich streiten über künstlerische Darstellungen. Oh, Hilfe, ey. So, warte mal, wo, hier vorne hatte ich Mitte jetzt. Mitte kommt dran, genau. Oh, da sind nur noch zwei Leute, oder? Ja. Ja, ich bin gestorben. Was? Neptun, komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Neptun, ja. Dein Begriff ist Hase. Schön okay, die Ohren machen, denn so ein sitzender Hase nutzt die ganze Fläche. Stephen Hawking ist tot. Okay. Schön oben diese Löffelhasen. Genau, ja, hinten noch den wuschigen Schwanz. Hase, da haben wir's doch. Das ist der Unit. Unit, wunderschöner Hase. Unit, komm zu mir. Bup. Ist das ein Hase oder ein Kuh? Willst du mal echt einen Hasen sehen? Oh Gott. Bang Rocks, du bist dran. Warum kann ich Hasen eigentlich so gut sein? Das ist wir jetzt dann gar nicht. Da ist er. Pain Rocks. So, Pain Rocks. Dein Begriff nutzt die ganze Fläche. Wirklich wichtig, dass du alles nutzen tust. Und zwar die Claymore. Und bitte erst aufhören zu schießen, wenn ich dir es sage. Los geht's. Da haben wir die Claymore, meine Freunde. Oh ja, er macht sie schön groß. Jetzt unten die beiden Füße noch. Vorräte, C4, Rechteck, Fernseher. Oh, oben die Fühler, sehr geil. Claymore, da haben wir es auch schon, der Unit. Perfekt gemalt, muss man sagen. Leergeschossen. Unit. Einmal zu mir. Zack. Erst erledigt. So, jetzt müssten theoretisch hier vorne die wieder drankommen. Jo. Der dunkle Lord. Mein großer. Oh. So, für dich habe ich einen super schweren Begriff. Und na, zwar danke. Das Ei.
auch wieder schön groß malen. Wir haben ja bald Ostern, Freunde, und deswegen das Ei. Flasche. Semtex. Als Nachmalen. Birne, Granate. Mal gucken, wer drauf kommt. Freunde, wir haben noch Ostern. Ein Tropfen, ja, nicht schlecht. Pinguin, okay. Regen, nein. Freunde, die meisten von euch haben da mindestens eins von in der Hose. Granate. Wo bleibt das Ei? Das ist zu einfach, glaubt's mir. Splittergranate. Birne. Okay, ich gehe nachhelfen. Oh, bock, 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 bock. Da war's, der Painrocks. Painrocks hat's erledigt. Nein. Painrocks hat nach dem Bock, Bock. Ja. So, das war doch kein Huhn. So, jetzt The Knight ist der nächste. Jetzt muss ich hier der Neptun richtig, richtig Gas geben. Gas geben. Ich muss ja nur noch einmal sterben da. Bleib mal stehen. The Knight ist es. The Knight. Damals. Nutz wieder die ganze Fläche. Für dich der Begriff ist Vorräte. Kontakt. Okay. Rechteck. Aporet. Damals schon. Neptun. Hast du ihm das geschrieben? Nein. Oh, geil, ist das schon. Neptun, komm zu mir. Zack. Einer noch. Oh, der muss doch zweimal sterben. Jetzt hat er so, dann kommt jetzt von der Seite hier der Gamekiller. Ach, hier, guck mal da. Hier nur rechts sind noch so viele Leute. Hast du gut gesagt. Was ist los? Seid ihr nicht kreativ oder was? Ich bin überhaupt nicht kreativ. Was soll ich sagen? Okay, also. Nuke Knight ist wieder da übrigens. Gamekiller. Yeah. So, Gamekiller, dein Begriff und bitte sofort anfangen zu schießen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und zwar möchte ich von dir, dass du einen Taktikeinstieg malst. Ein Taktikeinstieg? Ja. Also ein Kasten und dann oben mit so einem Böbbelchen und so weiter. Komm, du musst schießen. Ich muss wissen, dass du. Taktikeinstieg. Ja, ist egal, schieß. Ja, größer, mal mal größer. Viel größer malen. Und bitte weiter schießen, damit ich weiß, dass du nicht schreibst. Komm. Schön groß malen. Ja, jetzt oben das Runde noch bei. Oben drauf noch so ein rundes Teil. Blendgranate, Flash. Mal mal daneben noch mal größer und da malst du einen Kasten und oben eine Kugel drauf. Ja. Ein Kasten und oben eine Kugel. Okay. Genau. Schütze! Höher den Kasten. Deswegen habe ich euch vorhin gesagt, ihr sollt gucken. Komm, du musst weiterschießen, du darfst nicht aufhören zu schießen. Lang gerade nach. Oberschenkel. Eins weiter schießen. Nicht aufhören. Ist ein BO2-Begriff. Habt ihr dabei? Kerze? Taktik. Ja, Taktikeinstieg. The Knight. Das muss ich von The Knight tatsächlich gelten lassen, weil der hat's ausgeschrieben. Schütze. Stieg. The Knight. Taktikeinstieg. Oh. Ja! Endlich. Und zack. Endlich stirbst du. Einer noch! Einer? Na, tatsächlich, noch einmal! Dann ist es durch. In Zahnewex, komm! Zu weit! Master, warum bist du so faul und schreibst es nicht aus? Ja. Ich weiß nicht, wie man Taktik-Einstieg macht. Zahnewex! Alter, du stehst davor, das steht sogar noch. So, in Zahnewex. Für dich. Das Wort Dollar. Also einfach ein Dollarzeichen malen. Bewaffneter Feind! Okay. Meinst du, so ein Dollarzeichen wäre nicht besser gewesen? Ja, hätte ich. Ja, als weitermalen, jetzt darfst du nicht aufhören. Fenster, Kiste. Da kommt das S und dann kommen die beiden Strichelchen durch. Mal gucken, wer ist Dollar? Da haben wir es noch. Painrocks. Der Painrocks, bitte zu mir. Jawohl. Nee. Und zack. Hui. Und noch einer. Komm, das machst du. Okay. Stopp. Ja. Es war jetzt eben von der
Und ja, ist ja ein bisschen helfen hier oder so. Das heißt, ah, nee, ihr dürft ja gar nichts mehr sagen. Kann jetzt gar, nee, ihr dürft nicht mehr traten. Nur die Leute, die noch leben. So, das heißt, The Knight kann jetzt nicht selber raten. Von daher haben die anderen eine Chance, jetzt aufzuholen. Oh nein. Streng ich an. Nein. The Knight, mal falsch. So, The Knight. Dein Begriff ist Handy. Schütze gesichtet. Und losmalen, genau. Zack, AfD. Hä? Oh, nicht schlecht. Uiuiui, schick, 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 schick. Haus. Ziele. Handy, Namas. Master A hat's tatsächlich raus. Master A, bitte schön, zu mir. Weiter tot, Ehrenmann. So, das heißt, als nächstes ist der Game Killer. Wieder? Ja, du musst malen. Ja. Gott sei Dank. So, jetzt haben die anderen Chance. Wo ist er denn, ja. Game Killer? So, Game Killer, schön, wie gesagt, alles nutzen, ja, damit du schön malen kannst. Jo. Und zwar gebe ich dir den Begriff Bildschirm. Bildschirm? Ja, genau. So einfach. Na ja, dann. Schön groß malen, größer, richtig groß malen, Hase. Okay. Ja, das wird wahrscheinlich der Fuß werden. Da kommt das Ding nach oben. Eine Linie, auch nicht schlecht. Und da kommt der Viereckkasten. Dragonfire? Nee. No. Feinde! Ja. Jetzt den Fuß unten noch. Ja, perfekt. Nein. Na komm, Freunde. Leinwand? Nein. Und keiner auf dem Bildschirm? Oh, Alter, das ist so einfach. Weiter. Ja, da musst du nochmal malen. Okay, ich gebe eine Hilfe. Hat jeder von euch vor sich stehen? Ziele. Monitor. Ja, gut, Monitor müssen wir gelten lassen. Ja, jawohl. Das ist schon ein Monitor. René, richtig. Eine Wand. Oh mein Gott, zack. Ja, André, jetzt nur noch du. So, das heißt, jetzt kommt der Inzanewex dran mit Malen. Also, das ist ein kleiner Nachteil für euch. Ah, oh, fuck, oh. Stell mich jetzt einmal hier hin. Hey, ja, Markela, du musst es erraten. Witzbold, ich bin so eine Ratnicht. So, dein Begriff ist Wächter. Der Was? Wächter aus Black Ops 2. So, ja, Ein Fuß und dann oben das Schild malen. Mal mal die Strahlen noch so, ja genau, perfekt. Guck mal. Mal gucken, ob sie das kapieren. Ich sag's dem mal den Begriff. Black Ops 2, das gibt's in Black Ops 2. Ich hab dem Ding einen Namen gegeben. Ich weiß es, oh, ich weiß es. Na, es dürfen nur die noch leben. Ey, das tut so weh, Gott. Ja, ich brauch den richtigen Namen von dem Ding. Komm, schreib den Namen. Nicht den Namen, den ich ihm gegeben hab. Schreib's doch. Scheiße, wie hieß das? Was ist es, Freunde? Würde ich auch gerne wissen. Ich rede sich voll an zu weit. Ach komm schon, Leute. Was ist das denn? Schaut ihr nicht die Videos? Ich glaube, er hat versucht, ein Ad zu schreiben. Ah, also okay. The Knight. Ja! Ja, die haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Nein! So, The Knight zu mir. Und zack. Wir haben gewonnen. Und wie man sieht, Freunde, gibt es da keine Wiedergeburt, hätte ich beinahe gesagt. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch den anderen! Renn! Fürs Verlieren! Auf. Ja, nun lauf! Renn! Mach doch! Tu doch! Oder stellt euch zu Tino! Drück ab! Messer in Hand! Das ey... Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da und gerne schreibt mal ein paar Begriffe in die Kommentare, ob man das denn das nächste Mal einfach nehmen, wenn da schöne Begriffe bei sind. Nein. Und Daumen nach oben wäre natürlich auch geil. Wenn ihr der Meinung seid, das war eine coole Geschichte, dann auch das gerne irgendwie mal schreiben. Dann wissen wir, ob wir es das nächste Mal nochmal machen sollen. Jetzt muss ich erstmal hier die Jungs suchen.
Übrigens blende ich da noch gerade ein paar nette Sachen ein. Mistding! Dino! Ja, schaut mal bei den Videos noch vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dino, du bist Dino.